Beim SVW rollt der Ball wieder. Und der Saisonstart, der glückte. Durch die Tore von Testspieler Yannick Frick und Andi Schaller kurz vor Schluss gewann der Waldhof mit 2:1. Mit von der Partie war auch Neuzugang Anton Donkor und der gebürtige Göttinger fand sich gleich mal in einer neuen Rolle wieder. Als Linksverteidiger sorgte der gelernte Flügelstürmer aber dennoch für ordentlich Furore. Ja, das war das erste Mal, dass ich auf einer neuen Position gespielt habe. Linksverteidiger, es hat mir Spaß gemacht und denke, dass ich da noch viel lernen kann, aber auf jeden Fall bin ich relativ zufrieden damit. Zufrieden mit dem Neuzugang, der von Karlsruhe Jena kam, zeigte sich auch SVW-Trainer Patrick Lückner. Die linke Seite hinten, es ist jetzt so ein kleiner Testlauf, die kennt er natürlich. Ist auch noch ein junger Spieler, der viel Spielpraxis braucht und man muss das abwarten. Wir hoffen, dass er da natürlich auf der Seite Gas gibt und entsprechend diese Szenen, die wir heute vermehrt gesehen haben, dann auch in den Spielen, wo dann auch wirklich, ich sag mal, Gegner auf Augenhöhe ist, das dann auch umsetzt. Auch die anderen Neuzugänge gefielen dem Trainer. Einziges Manko, die Chancenverwertung. Wie schon in der abgelaufenen Spielzeit fehlte vor dem Tor das Zielwasser. Dennoch kein Grund, schon jetzt in Panik zu verfallen. Also wir wissen schon, dass wir noch einige Spieler holen müssen und wir machen das aber mit Bedacht und wollen da auch eine hohe Qualität holen. Und man sieht, dass die Spieler, die wir bisher verpflichtet haben, dass sie eine sehr hohe Qualität haben. Und so wollen wir auch weiterarbeiten. Für den Feinschliff bleibt bei den Mannheimern ja auch noch Zeit. Das Transferfenster schließt aufgrund der Corona-Pandemie nämlich erst im Oktober. Der 22-jährige Donkor hat sich aber schon jetzt konkrete Ziele gesetzt. Ich persönlich habe mir vorgenommen, mich zu verbessern. So. Persönlich, sportlich und ja auch mit dem Team auf jeden Fall so weit kommen wie möglich. Jetzt erstmal diese DFB-Pokalfinalrunde zu erreichen und ja, persönlich einfach weiterzuentwickeln. Apropos DFB-Pokal, da wird es schon nächste Woche ernst für den SV Waldhof. Im badischen Pokal-Halbfinale treffen die Mannheimer auf den ASC Neuenheim.